Superstars, die wortwörtlich Blut lecken. Ein Star-Designer, der Push-Up statt Implantaten fordert. Und Österreichs Schauspiel-Publikumsliebling, der uns plötzlich Angst macht. Die Welt der Stars und Sternchen war diese Woche spannend, mitreißend und manchmal etwas verstörend. Für Letzteres ist Hollywood-Hottie Megan Fox verantwortlich. Schauspielerin Megan Fox erklärt nun ihren Skandal rund um ihre Beziehung mit Musiker Machine Gun Kelly. Schon damals feierte das Liebespaar medienwirksam ihre Verlobung mit einer blutigen Zeremonie. Nun erklärte sie im Interview mit der Zeitschrift Glamour, dass dies keineswegs einmalig war. Die 35-Jährige trinkt zu rituellen Zwecken regelmäßig ein paar Tropfen Blut. I guess it drank each other's blood might mislead people, or like people are imagining us with like goblets and we're like Game of Thrones drinking each other's blood. It's just a few drops, but yes, we do consume each other's blood on occasion for ritual purposes only. Ihr Liebster ist laut Megan nicht so zurückhaltend. Er würde sich am liebsten mit Glasscherben die Brust dafür aufschneiden, um ihr so seine Seele anzubieten. Das beweist Machine Gun Kelly auch regelmäßig und trägt sogar das Blut seiner Verlobten um den Hals, wie er auf Instagram kundgab. Megan Fox ist nicht der einzige Promi, der mit gewissen Eigenheiten für Aufsehen sorgt. So haben auch Angelina Jolie und ihr Ex Billy Bob Thornton das Blut des jeweils anderen um den Hals getragen. Warum man das tut? Laut rituellem Glauben soll es zwei Menschen für den Rest ihres Lebens miteinander verbinden und ihre emotionale Bindung steigern sowie fixieren. Klingt extravagant? Warten Sie mal ab. Heidi Klum hat zugegeben, ihre ausgefallenen Zähne als Talisman auf Reisen dabei gehabt zu haben. Aber der Aberglaube treibt auch sein Unwesen bei Superstar Lady Gaga. Die wiederum trägt gerne große Hüte, um den Teufel abzuwehren. Und da sagt noch einer Stars, die an Scientology glauben, seien verrückt. Weniger skurril, aber trotzdem spannend. Die wahre Geschichte einer Grazer Geiselnahme ist fast unglaublich. In einem Gefängnis bringen drei Insassen Mitarbeiterinnen aus der Gefängniskantine in ihre Gewalt. Mit den Geiseln und selbstgebastelten Bomben wollen die Häftlinge ihre Freiheit erzwingen. Dieser Thriller wurde nun verfilmt. Darsteller Harald Krasnitzer musste dafür in das Schwarze seiner Seele blicken, wie er mir bei der Premiere verriet. Ich weiß nicht, ob Sie das als Kompliment sehen oder als Beleidigung, aber ich liebe Sie als Bösewicht. Wie war es denn, in diese Rolle einzutauchen? Es macht tierisch Spaß, jetzt nicht a priori den Bösewicht zu spielen, sondern auszuloten, wo der Humor in der Tragik liegt und wo der Abgrund liegt, der gleich darauf folgt und wo dann vielleicht auch noch untergebracht wird, die Ecke, wo man berührt ist, weil er einen irgendwas von diesem Menschen berührt. Das ist das, was ich an diesem Psychopathen, muss man ja sagen, sehr genossen habe, weil es ein großes Spielfeld ist und weil es eine schöne Klavitur ist, die man da bedienen kann. Ich bin ein viel zu großer Bewunderer von Frauen. Mit den Frauen brauchen Sie dann nicht mehr rechnen, Herr Hollerath. Die sind dann erledigt. Die sind dann erledigt. Das sage ich Ihnen. Die sind erledigt. Ist das nicht schön? Wie ist es denn, in so eine schwarze Seele einzutauchen? Schwer. Weil du dich ja auch damit konfrontieren musst, dass du, wie wir alle, ja, auch eine schwarze Seele hast. Also du bist ja nicht nur ein guter Mensch und auch nicht nur ein schlechter. Ja. Also du hast alle Facetten tief in dir drin, du trägst sie. Und manchmal, wenn du so dieses rein Böse rauslässt, ja, das kann auch orgasmisch sein. Ja. Aber es ist im Grunde schlimm. Also du musst dich da wirklich auf dich selbst einlassen und auf das, was du tief in dir
wissen muss, dass du es auch in dir trägst. Mit Ihrer Erfahrung heute, würden Sie irgendetwas anders machen? Ja, ich glaube, in dem Moment und bei dem Schandl war das genau die richtige Taktik. Wir haben gewusst, es sind drei ganz wirkliche Schwerverbrecher, die zum Töten bereit sind, angefangen vom Schawalli-Terrorist, großer und Schandl, hochintelligent. Da war es wichtig, genau für diesen Moment und für diese 10 Stunden die richtige Taktik anzuwenden. Und bei den anderen ist es vielleicht ganz anders. Aber in dem Fall war es genau die richtige Taktik. Inwiefern kann man sich am Original anlehnen? Wie nah sind Sie dem echten Stefan Mittler? Ich habe zuerst sozusagen für mich selber recherchiert, sehr viel über das Thema und über den Edi und über die ganze Geiselnahme. War dann aber sehr froh schlussendlich, dass ich auch den Edi kennenlernen durfte. Und wir uns wirklich toll vorbereitet haben, oder er mich vorbereitet hat in einem Gespräch, dass ich Einblick kriegen konnte in seine Arbeit, wie so eine Verhandlung auch funktioniert. Da konnte ich von ihm sehr viel lernen noch. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, diese wahre Begebenheit zu verfilmen? Wir haben diesen Herrn Eduard Hamedl zufällig kennengelernt in Graz. Der saß neben uns. Ja, und der Edi hat meinem Mann davon erzählt, von diesem Fall, wo er damals Verhandler war. Er kann ja die Dialoge zum Teil immer noch auswendig. Die sind ja später in die Polizeigeschichte eingegangen, die Verhandlungsdialoge. Und wenn man ihn kennt, ich meine, der kann so wunderbar seine Geschichten verpacken, verkaufen, spannend erzählen. Und ich habe gedacht, oh hey, das ist ein Filmstoff. Die Durchschnittsfrau ist kein Model, doch manche Modeunternehmen schneidern trotzdem fast ausschließlich kleine Größen. Jenseits der Konfektionsgröße 40 herrscht meistens tote Hose. TV-Star und Designer Guido Maria Kretschmer ist das ein Dorn im Auge. Er meint, Mode kennt keine Größe und ein Busen braucht kein Silikon. Kann man in jeder Konfektionsgröße modisch sein? Absolut, denn modischer Geschmack kennt keine Größe. Dafür steht auch Designer Guido Maria Kretschmer, den ich in Wien zum Talk über Mode und die richtigen Styling-Tipps für alle Größen interviewt habe. Guido, wir sind in der Wiener Innenstadt. Jetzt sag mir mal, du warst ja schon öfter in Wien. Was hältst du vom Modegeschmack der Wienerinnen? Ich muss sagen, ich habe letzten Tagen sehr gut drauf geachtet. Ich finde, es gibt echt ein gutes, junges Wien, habe ich jetzt gesehen. Gute Mädels. Also ich fand coole Styles, schöne Taschen habe ich gesehen, viele gute Sonnenbrillen schon. Es war ja gestern ein bisschen Sonne. An heute Morgen auch. Nee, also ich finde, man sieht immer noch dieses etwas classy Wien auch. Manchmal gibt es ja auch, man sagt ja oft auch, Wien kann ja auch sehr geschmacklos sein, weil es ja auch so eigenwillig ist. Aber ich finde, man sieht immer mehr, dass es auch eine Stadt ist, die eine große Kraft einfach hat. Und das ja. Ich fand es erstaunlich jetzt, weil doch weniger Touristen da sind. Das spürt man total. Ja. Jetzt sieht man die Wiener auch mehr, weil einfach viel weniger Leute da waren. Und das fand ich mal ganz interessant, das so zu sehen. Auch die Damen, so die etwas Älteren. Ja, es hat schon so einen eigenen Style. Der Grund für seinen Wien-Besuch? Promotion für seine neue Kollektion bei About You. Bis Juni werden jeden Freitag neue Teile gelauncht. Ich sage es ja oft, dass so mein Traum war, überhaupt die Idee, dass ich mich mit About You das so intensiv mache, hat zu tun mit Democratic Couture. Das sage ich ja oft, dass ich jemand dachte, ich komme ja eigentlich aus dem Kulturprogramm, dass ich dachte, man muss Mode anständig gut gemacht haben, die einfach erhältlich ist für ein gutes Preissegment. Das war mir total wichtig. Und dass jede Kollektion genug Teile hat, die bleiben. Also ich meine, das ist ja so ein Beispiel, das gibt ja so viele Möglichkeiten, wo ich mag auch Dinge, die Lieblingsteile werden können. Und das ist, glaube ich, auch Zeitgeist. Das hat auch mit Nachhaltigkeit zu tun, aber eben auch mit der Freude an gut gemachten Sachen. Das ist so die Grundidee gewesen. Und das wird eigentlich in jeder Kollektion mehr. Und man sieht ja auch, wie erfolgreich das ist. Das läuft ja so extrem gut, was mich so freut. Aber unabhängig davon, dass die Stückzahlen erreichen, sondern weil ich auch sehe, dass wir also ganz viel weniger Reklamationen haben als die anderen, viel weniger Umtäusche haben und so. Also die Qualität stimmt. Ja, das stimmt, dass man dann wieder nimmt und so. Und das finde ich, das freut mich total. Und was total spannend ist, ich glaube, wenn ich richtig liege, Größe 34 bis 54. Genau. Und das ist sehr ungewöhnlich. Warum war dir das wichtig? Ja, weil ich zu lange auch Plus Size gemacht habe. Und das hört sich mal so an, Plus Size, mehr an Größe. Und ich glaube gar nicht mehr an das mehr an Größe. Ich glaube einfach, dass Größe an sich die Einheit sein sollte. Und dass man
man hört ja nicht auf, nur weil man jetzt eine kleine Größe mehr trägt, dass man denkt, man muss dann was anderes tragen. Also, dass man probieren, Schnitte nur die zu nehmen, die auch gehen, werden hochgezogen, wo das möglich ist. Und Modelle, wo ich sehe, dass es gar nicht geht, die lasse ich auch weg. Die gibt es dann eben nicht bis 54, weil ich sage, da können wir es zwar auch machen, aber das würde nie richtig schön, es wird nicht gerecht werden. Also, das hat auch zu tun mit der langen Erfahrung, die ich habe, bedingt durch meine doch so viele Jahre Textil. Ich habe ja so viele Jahre intensiv auch immer noch Uniformen gemacht und ich weiß sehr wohl, wie Corporate Fashion. Ich weiß, wie Menschen aussehen. Ich habe in meinem Leben so viele, viele Menschen auf der Welt ja angezogen. Und das ist es ja gerade Mitarbeiterinnen von tollen Unternehmen, wo du ja auch die Uniformen und so gemacht hast. Das sind dann keine Modeltypen. Genau. Da haben wir die in allen Formen, genau. und Farben und Größen. Und das muss dann trotzdem jeder Frau sitzen. Deswegen bist du da wahrscheinlich auch Experte. Und jeden Tag. Und auch, dass man, viele Leute sind ja auch nicht alle, können nicht waschen, denen ist egal, sind nachlässig und so. Dann lernt man auch sehr schnell, was Menschen mit Textilien machen. Ja. Und diese Erfahrung, glaube ich, aus all den Jahren, der Corporate, der Verarbeitung und den Qualitäten und so, das hat mich irgendwie auch zu dem gemacht, der ich heute bin. Und das ist natürlich jetzt schön, vielleicht das auf eine andere Art und Weise neu zu erzählen. Und dass man dann Frauen, natürlich, ich glaube, jede Frau, die jetzt eine kleine Größe 54 trägt, die will jetzt auch nicht jeden Tag begeistert feiern, dass sie 54 ist. Die würde auch runtergehen gerne. Die würde sich ja auch gerne 48 haben oder 42. Und es gibt ja auch Mädchen, die ganz unten die 32 und schlank sind und die davon träumen ein bisschen mehr. Also ja, mehr ist, Po oder genau, was auch immer. Also diese Unzulänglichkeit des Lebens, natürlich ist immer auch was Imperfektes dabei und das muss Mode machen. Wie viele kennt doch jeder von uns, hat eine Freundin, eine ganz schmale, eine super trainierte und eine kleine moppelige und eine, die immer kämpfen muss und so. Das ist auch Realität. Ja. Das kann unsere Mutter, unsere Schwester, unsere Tante, unsere Arbeitskollegin. Ich glaube, das ist aber der Grund, warum du so beliebt bist. Weil du Frauen verstehst, die nicht nur schlank und groß sind, sondern einfach alle Frauen. Was sind so Key Facts, was sind so Grundregeln, wo du sagst, damit fährt jeder gut? Gibt es da etwas, wo du sagst, wenn ich mir das zu Herzen nehme, ziehe ich mich im Endeffekt doch besser an? Ich glaube, das Erste ist eine Grundbestandsaufnahme, wenn man wirklich ist. Das ist ganz wichtig, so ein bisschen, was bin ich? Mhm. Also, man kann natürlich immer gegen seinen Körper gehen, das macht man ja auch manchmal. Aber dass man irgendwie weiß, was könnte da passieren, das ist eins. Das Zweite ist ein bisschen, was ist meine Idee? Also was soll das machen mit meinem Gegenüber? Soll man mich wahrnehmen als eine moderne, aufgeschlossene? Bin ich eher sexy? Bin ich eher wild? Bin ich eher zurückhaltend? Möchte ich eher sophisticated sein? Bin ich eher von Haus aus elegant? Bin ich sehr, sehr sportlich? Möchte ich, dass jeder das sieht? Man sieht ja auch manche immer aus, als wenn sie ständig im Fitnesscenter sind und tragen. Auch diesen schaffen es nicht mehr, sich von dem Look zu lösen. Auch das ist ja schon wie eine Uniform. Also das ist sehr wichtig zu wissen, wer bin ich und so. Und was könnte ich auch sein? Das kann Mode nämlich auch. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, glaube ich, wenn man selber merkt, man geht wirklich verloren und hat keine Idee und man kann nicht nur durch, ich meine, durch eine Insta-Story wird man auch nicht unbedingt gleich, kriegt man Style mal ganz als Inspiration nehmen. Ich würde empfehlen, dass man immer irgendeine Kollegin, eine Freundin, die beste Freundin, der Schwester, des Bruders, whatever, einfach fragt, wenn jemand toll findet, sagen, ich finde dich toll. Erstmal freut sich da jeder drüber. Und dann würde ich sagen, okay, hättest du Lust, einmal mit mir einkaufen zu gehen? Und das sehe ich in meiner Sendung jeden Tag, diese Begleitung von Menschen. Dass man sich auf Menschlichkeit verlässt, die sagt, probier das mal aus, dass man neue Dinge ausprobiert. Das Ausprobieren würde vielen Menschen die Chance geben, dass sie Grenzen durchbrechen, damit sie besser aussehen. Ich trage keine Hosen, ich keine Röcke, bleib mir bloß weg mit Plissé. Ich trage nichts mit Overcut, nee, lass mir bloß mit Leder weg und so. Also es gibt ja so viele Vorurteile, bei Mode bleibt man sofort das, was man ist. Und wenn man das mal weglässt, dann ist man irgendwie freier. Und dann würde man sehr schnell merken, dass es Dinge gibt, von denen man gar keine Ahnung hat, die einen unterstützen würden, die die Garderobe differenzieren und auch vielleicht sogar die eigene Persönlichkeit besser zum Einsatz bringen würde. Weil ich sage ja oft, die Mode ist die Haut der Seele. Guido Maria Kretschmer rät auch, zeig, was du hast. Verstecken ist doch langweilig. Man muss nur eines wissen, und zwar, wie man mit seinen Körperformen am besten umgeht. Man häufig fragen würde, was macht denn eine Frau, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr hat oder ein bisschen weniger, viel zu viel Busen, gar keinen Busen. Das ist ja nicht die Frage, dann zu sagen, okay, ich mache mir ein Implantat. Also ich würde ein guter BH, ich schwör's dir, ein guter Minimizer, der ein bisschen optimiert, ein guter Optimizer, der richtige BH, da würden viele Frauen, glaube ich, gar nicht erst in den Punkt kommen und sagen, okay, ich lass was machen, weil man dann sieht, weil ach, guck mal, das kann, passt gut und es passt gut rein. Und das sind diese Dinger, glaube ich, diese Features, die man ein bisschen lernen kann. Und das wäre vielleicht die Antwort darauf. Und was ist der größte Fehler, den man beim Styling machen kann? Ich glaube, dass Mode immer auch ein Hinten hat, das muss man sagen. Das ist eben, weil man hinten keine Augen hat und manchmal sieht man es nicht, was auch okay ist, finde ich. Das ist auch das Geschenk der Mode.
die Blicke der anderen sind dann das hinten. Also was kann dich, im Grunde kann es dir auch egal sein, wenn man es selber nicht sieht. Das ist vielleicht eins. Ich glaube, dass manchmal Menschen zu lange Dinge tragen, die eigentlich schon rausgehören. Also wenn man so Pullover, die eigentlich noch Hausverbot haben müssten, weiter trägt, so ein pillendes Ding, da kann man noch so eine tolle Tasche mit sich rumschleppen, dann sieht man sofort, ah, man muss auch wissen, wann Ende ist, dass man probiert, nicht zu covern, also dass man, wenn man schön wackeln kann, wenn man mehr hat, muss man gut laufen lernen, finde ich. Da muss man gucken, dass man ein bisschen den Po auch wackeln lässt. Das geht ganz gut. Und Mädchen haben die Chance, das zu tun. Und wer viel Dekolleté hat, der sollte auch manchmal gucken, dass das nicht immer covert, sondern dass diese vermeintliche zu viel, zu wenig zeigt. Und das machen doch viele. Und dann würde ich sagen, dass manche eben auch gegen ihre Proportion arbeiten. Also wer viel hat, der braucht nicht jetzt so viel oben drüber, dass das alles so zeltartig wird und dann geht man eben manchmal auch verloren. Das würde ich sagen. Ja, Schuhe und so, das gibt ja auch so im Jetzt. Das gibt so, kann man ja auch mittlerweile günstig schnappen, dass man die Schuhe der Zeit trägt so ein bisschen. Da kann man sehr schnell rausfliegen. Man denkt mal, Gott, oder ein falsches Ding. Also das würde ich sagen, so ein bisschen. Vielleicht macht man eine gute Brille, wenn es angesagt, da würde ich eher mal wechseln und die Hosen nicht jeden Tag dann. Aber dass man sowas, Kleinigkeiten mal macht, die so ein bisschen jetzt. Ein Friseur würde manchmal auch helfen. Manchmal hilft auch ein bisschen Pflege, so würde manchen auch ganz gut tun. Manchmal könnte ich sagen, ach komm, mach doch mal die Haare. Also schneid doch mal ab, diese ganzen langweiligen blonden Haare, die so hängen, nur rausgewachsen. Das würde ich sagen. Füße gut machen, wenn Sommersandaletten kommen. Ich sage, jetzt ist Zeit, einmal gut Pediküre, einen Nachmittag nur für dich und so. Also ich meine, so gibt es so. Ja, genau. So, das wäre mein Wunsch manchmal. Wunderbar. Lido, vielen lieben Dank. Tolles Interview und ich wünsche dir viel Spaß heute in deiner Verleihung. Den Fluch des One-Hit-Wonders ist er erfolgreich umgangen. Cordula Grün-Sänger Josh wurde dieses Jahr gleich 5-mal für den Amadeus Music Award nominiert. Warum er trotzdem an sich selbst zweifelt? Ich traf ihn direkt vor dem Amadeus Award in einer Wiener Bar. Ein interessantes Gespräch über Selbstwahrnehmung und die Bedeutung von Musikpreisen. Aber irgendwo in meinem Gehirn ist von dir ein Tattoo. Fünfmal bist du nominiert, eine Kategorie hast du schon gewonnen. Ja. Sag mal, was für eine Rolle spielen Preise in deinem Leben? Schwierig zu sagen. Ich möchte doch nicht irgendwie lügen und sagen, keine, weil es unter Anführungszeichen sowas wie der Amadeus, ich sehe es ja als Publikumspreis, weil am Ende, man gewinnt keinen Amadeus, wenn die Leute nicht deine Musik kaufen oder halt irgendwie einmal dorthin gehoben haben, dass das überhaupt einmal in Frage kommt, dass man nominiert ist. Und dann gibt es ja auch noch das Voting und somit freue ich mich dann halt immer total, weil ich mir denke so, ah, okay, die Leute mögen das da draußen. Aber irgendwo in meinem Gehirn ist von dir ein Tattoo, von dir ein Tattoo, von dir ein Tattoo. Wobei, du solltest natürlich wissen, weil deine Konzerte sind natürlich immer ganz gut ausverkauft. Du spielst ja auch sehr viel und sehr gerne. Jetzt hast du erfahren, 5-mal nominiert. Kann man sich bei sowas Chancen ausrechnen? Ich habe versucht, das nicht so zu tun. Das ist ja heuer eine Kategorie schon, also die Genre-Kategorien im Vorhinein schon bekannt gegeben worden und da habe ich dann auch eigentlich so wirklich mal gecheckt, also da kamen ein paar Interviewfragen, so sagen, bist du erleichtert, dass du nicht zumindest so quasi als Favorit da reingehst und keinen Preis gewinnst, weil das ist jetzt schon mal sicher. Und ja, dachte so, ja, stimmt. 5-mal nominiert und dann ja, aber gibt es ja in Hollywood auch immer wieder mal so irgendwelche Filme, die dann so für 20 Oscars nominiert sind und dann gewinnen das bestes Make-up und da habe ich mir gedacht, so, na, das könnte schon passieren. 5-mal nominiert bist und dann ohne heimgehst, bin ich schon ein bisschen froh. Ich mochte ja die Rolle 2019 so als derjenige, den noch nicht so viele gekannt haben, fast lieber, weil jetzt ist so ein bisschen, gab einige Zeitungen, die geschrieben haben, ja, ich bin der große Favorit und auch Ö3 hat das so angesagt und ich habe mir gedacht, so bitte nicht, wie viel Druck wollt ihr jetzt noch aufbauen? Der Druck erhöht sich noch, denn du bist auch als Live-Act gebucht. Ja. Und das recht spontan. Wie fühlt sich das an? Ja, ganz gut. Spürst du schon dein Herzerl? Schon, ich freue mich auch. Denn da hier muss man auch ein bisschen Danke sagen an
an den ORF, dass sie mir quasi meinen Traum von dem Musikpreis dahin zu gehen erfüllt haben, weil wir diese Starmania-Staffel gerade machen. Und es wäre zeitgleich? Es ist zeitgleich und somit war quasi nur entweder oder. Und nachdem ich so oft nominiert bin, hat dann der ORF gesagt, ja, wir suchen einen Ersatzkandidaten für dich, der dich in der Jury vertritt und quasi schicken dich da zum Musikpreis, weil es für mich als Musiker natürlich großartig ist, das machen zu können. Und somit war gar keine Live-Performance geplant. Jetzt ganz kurzfristig an dieser Stelle gute Besserung an Bilderbuch. Die Jungs, ja genau, für die springe ich ein. Die Jungs können leider nicht und jetzt habe ich gesagt, naja gut, wenn ich da bin, dann kann ich ja auch singen. Ganz egal, woran ich grad denk, da bist immer nur du, du, immer nur du, du, immer nur du. Ich glaube, dass generell der Amadeus ja so ein Auftritt ist, wo man sagt, es gibt angenehmere für Musiker, weil du stellst dich irgendwo hin, einfach die ganze Musikbranche, das Who is Who der österreichischen Musikbranche, sitzt da und schaut dir zu. Das stimmt. Und das ist es natürlich, ist es, als würde, ich weiß nicht, Jamie Oliver für Toni Mörwald kochen oder umgekehrt. Ja, genau. Und nicht nur für ihn, sondern für alle. 200 andere Köche auch. Ja. Sagen wir mal so, ich spiele lieber vor 40.000 Nicht-Musiker. Weil da wird man tatsächlich immer nervös, weil man sich denkt so, naja gut, das ist jetzt, wenn da jetzt wird ganz geht, genau hinschauen. Weiß es die ganze Branche. Ja. Ja, beim Konzert nur die Fans und die hören es vielleicht nicht. Wo stehen denn deine Preise, deine Auszeichnungen? Du hast ja auch schon einiges an Platten abgeräumt. Im Studio. Also die Schallplatten muss ich jetzt dann irgendwann einmal aufhängen. Verstauben die schon, oder was? Ja, es ist mittlerweile so eine Ecke, wo die stehen. Ja, musste irgendwie einen schönen Platz finden. Zu Hause mag ich es nicht so gern, weil ja auf diesen Dingern oft auch mein Gesicht drauf ist und ich bin irgendwie so ein, ich will mir nicht so Fotos von mir selber daheim aufhängen. Also so selbstverliebt bin ich nicht. Und im Studio passt es aber gut, da ist irgendwie eine Motivation auch. Alles, was wir gemacht haben, hab ich längst vergessen. Dass du kein One-Hit-Wonder bist oder warst, das hast du recht schnell bewiesen. Aber wie schön ist es für dich zu sagen, okay, ich bin einfach nach der Zeit auch wieder so viel nominiert. Ich habe jetzt wieder einen Preis, ich habe die Chance auf noch mehr Preise. Stellt sich da trotzdem so eine Art Erleichterung ein irgendwann? Erleichterung? Ich meine, ich glaube, ich bin so ein Typ, der sich dann immer denkt, oh mein Gott, was mache ich nächstes Jahr? Das Größte, was ich einstelle, ist eine Freude, weil ich mir dann irgendwie denke, so naja, umso länger ich das machen darf, umso mehr steigt die Chance, das wirklich nachhaltig immer machen zu können. Es ist ein bisschen so, ich glaube, dass die meisten Leute in der Musikbranche, inklusive meiner Plattenfirma, Management, alle und auch Leute drumherum, sich schon lange keine Sorgen mehr machen, dass ich für immer Musik machen kann und wahrscheinlich auch davon leben kann. Der Einzige, der es jetzt noch irgendwann einmal kapieren muss, bin ich. Weil ich mir immer noch denke, so, ja, und vielleicht, und na, hoffen wir mal. Aber jetzt schaut es tatsächlich so aus, dass das alles gut geht. Und da bin ich halt sehr froh. Bescheidenheit ist eine Tugend und die hast du. Ja, hoffen wir es. Aber nicht immer, weil ich muss am roten Teppich zum Dominik Heinzel gehen. Und er ist nicht so nett wie ich, oder? Nein, der Dominik hat nämlich am roten Teppich vom Amadeus zu mir gesagt, hey, Mr. One-Hit-Wonder. Und jetzt werde ich dieses Mal beim roten Teppich werde ich schauen, wo er ist. Da gehe ich hin. Das war es auch schon wieder mit dem Ausflug in die Welt der Stars und Sternchen. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bis dahin, alles Liebe.